Viele Aktien sind zum Teil deutlich gefallen und damit sind auch die Bewertungen günstiger geworden. Doch Vorsicht, das kann täuschen. Zusammen mit Jonathan Neuscheller habe ich 3 Punkte herausgearbeitet, auf die ihr im Moment besonders achten müsst, wenn ihr Unternehmen analysiert und bewertet. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Finanzgeschichten.com. Mein Name ist Matthias Schmidt und auf diesem Kanal geht es um eure Finanzen. Und bevor wir jetzt das Gespräch mit Jonathan starten, ein Hinweis: Am 16. Juli findet in München der Börsentag statt. Und zwar live und wirklich mal wieder face-to-face die Möglichkeit, sich zu sehen. Ich bin dort mit dem Stand vertreten. Ich verlinke euch unten den Link, um Eintrittskarten zu bekommen, und würde mich freuen, euch dort mal persönlich kennenzulernen. Ja, jetzt aber zu Jonathan. Hallo Jonathan, herzlich willkommen. Hi Matthias, freue mich, dass wir mal wieder auf deinen Kanal zusammenkommen und so ein bisschen über unsere Erfahrungen und Eindrücke und Learnings beim langfristigen Investieren sprechen, uns da austauschen, und aber immer mit dem Ziel, nicht irgendwie Empfehlungen oder Tipps zu geben, sondern einfach so ein bisschen zu diesem Wissensfundament beizutragen, was Investoren haben. Und ich glaube, wir haben interessante Zeiten. Es geht abwärts, wir sind im Bärenmarkt. Viele, also auch laut offizieller Definition, mit mehr als minus 20% gegenüber dem Allzeithoch angekommen. Viele Anleger, die letzten Jahre relativ gierig gewesen sind, haben jetzt plötzlich ein bisschen eine Angst. Und das ist natürlich jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, um mal über ein paar fundamentale Dinge zu sprechen, auf die man jetzt achten sollte, Faktoren, bei denen man zumindest mal ein Bewusstsein und ein Verständnis haben sollte, damit man das dann einordnen kann und möglicherweise oder hoffentlicherweise auch dann die größten Schlaglöcher umfahren kann und dann ganz gut durch diese Zeiten durchsteuern kann mit seinem Depot. Genau, und wir haben uns eben 3 Eigenschaften rausgesucht, auf die man achten soll. Wir haben das Ganze auf 3 Videos aufgeteilt. Und heute beginnen wir mit dem ersten Teil und an den nächsten beiden Sonntagen folgt jeweils Teil 2 und Teil 3. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn. Das erste ist das Thema hohe Verschuldung. Das wird jetzt relevant, weil die Zinsen gehen nach oben. Deswegen wird das hochrelevant werden. Das zweite Thema, wo wir das Ganze ein bisschen einordnen möchten und sagen wollen, wie wir darauf schauen und auch, was man mitnehmen kann, worauf man achten sollte, ist das Thema zyklischer Geschäftsverlauf. Das könnte aus unserer beider Sicht in den nächsten Quartalen auch noch, jetzt wo möglicherweise eine Rezession bevorsteht oder wir uns schon in einer befinden, sehr, sehr relevant werden. Und dann gibt es noch eine dritte Eigenschaft. Und das ist die der fehlenden Ertragskraft. Ich glaube, da wurde insbesondere in den letzten 3-4 Jahren des langanhaltenden und starken Bullenmarktes auch, sage ich mal, ein bisschen, ja, einfach der kritische Blickwinkel umgangen. Ja, es ist eh nach oben gelaufen, dann muss man sich nicht drum kümmern, ob jetzt dann Dollar mehr oder weniger verdient oder verloren wurde. Und das könnte jetzt aber auch eben sich wieder ändern. So ein Richtungswechsel, ein Umschlag in Richtung, dass das plötzlich hochrelevant wird. Und deswegen wollen wir eben über diese 3 Themen heute sprechen. Und in Vorbereitung auf das Video haben wir uns auch einige Videos angeschaut, und zwar von einem Shortseller, nämlich Jim Chanos. Und ja, sehr interessanter Typ. Erzähl mal ein bisschen was zu ihm und warum diese Videos so lehrreich sind. Also die 3 YouTube-Videos jeweils circa eine Stunde, die hast du ja auch verlinkt in der Videobeschreibung, Matthias, die kann ich absolut empfehlen. Sie sind natürlich auf Englisch, also man sollte eben Englisch verstehen. Man muss es nicht sprechen können, aber man sollte es verstehen. Und ich persönlich bin ja ein Freund davon, immer von den Leuten zu lernen, die unglaublich viel Erfahrung haben in ihrem Gebiet. Ja. Und das ist halt Jim Chanos auf jeden Fall. Ich meine, als Shortseller wettet er natürlich darauf, weil Wette ist, glaube ich, schon das richtige Wort, dass Aktienkurse zu hoch sind und sinken. Und das heißt, er ist so wie so ein Detektiv unterwegs und sucht immer Dinge, die nicht ganz richtig sind oder die vielleicht zu optimistisch gesehen werden. Und man darf nicht vergessen, er ist also einer der größten und erfolgreichsten Shortseller, was nicht heißt, dass er immer richtig liegt. Ne? Er sagt schon seit Jahren, die Tesla ist ihm zu teuer. Bisher ging es trotzdem weiter nach oben. Aber bei ganz vielen anderen Dingen war er maßgeblich mit dabei. Einerseits hat er finanziell profitiert, aber andererseits auch dazu beigetragen, dass einfach Betrugsfälle aufgedeckt worden sind. Und bei welchen Unternehmen hat er schon Erfolge gelandet? Also im Sinne von, dass sich seine Short-Positionen ausgezahlt haben. Zum Beispiel bei Enron, das war ja damals einer der größten Betrugsfälle in den USA. Aber er war auch bei Wirecard Short, hat da dann profitiert, als der Betrug
ja, an die Öffentlichkeit gekommen ist, bei Luckin Coffee, diesem Starbucks-Konkurrenten aus China, wo die Zahlen nicht gestimmt haben, und auch noch bei vielen weiteren Aktien. Also das ist alles nur die Spitze des Eisbergs. Und ich finde, dass er hat auch, obwohl er ja, ne, so permanent Dauerskeptiker ist, berufsbedingt, trotzdem eine unglaublich tolle Art, auch im Sinne eines Lehrers, Wissen weiterzugeben und auf Risiken aufmerksam zu machen. Und das heißt nicht, dass ich jeden seiner Punkte 1:1 übernehme und ihm überall zustimme. Aber ich finde es einfach unglaublich bereichernd, auch mal die andere Seite kennenzulernen. Ja, es wird dir immer nur erzählt, das ist der nächste Tenbagger, hier ist die riesige Rendite zu erwarten. Und das mal umzudrehen, was wir auch heute so ein bisschen im Video machen und vor allen Dingen ja auch noch mit deiner über 30-jährigen Börsenerfahrung und meiner bald 10-jährigen Börsenerfahrung ergänzen. Das finde ich einfach ein unglaublich spannendes Spiel. Und vielleicht, Matthias, du hast die Videos auch angeschaut. Warum sind denn Shortseller so wichtig generell und warum kriegen das nicht die Regulierungs- oder die Behörden hin? Also grundsätzlich ein Shortseller, muss man immer wissen, der geht wesentlich höhere Risiken ein als im Prinzip ein Long-Investor. Ein Long-Investor, der kauft, der kann 100% verlieren. Ein Shortseller, der schief liegt, der kann im Prinzip sein ganzes Vermögen verlieren. Irgendwann kriegt er einen Margin Call und muss eindecken. Ja? Von daher ist das schon mal eine andere Struktur der Chance-Risiko-Verteilung. Aber Shortseller sind ein gewisses bereinigendes Element im Markt. Also sie gleichen Fehlentwicklungen aus. Könnte man jetzt sagen, natürlich, dafür haben wir Regulierungsbehörden etc. Aber wenn man mal anschaut, wann greifen Regulierungsbehörden ein? Regulierungsbehörden greifen immer erst dann ein, wenn die Verluste aufgetreten sind. Nehmen wir den Fall Wirecard. Da haben sie ja noch lange quasi die schützende Hand drüber gehalten und die Shortseller sind von der BaFin ja noch angegriffen worden und ist ja noch ermittelt worden gegen die. Und das zeigt einfach, wie wichtig so ein Element ist. Man muss natürlich das auch einschränken sagen, man muss immer vorsichtig auch mit Informationen sein. Shortseller haben auch durchaus unseriöse Geschäftspraktiken manchmal. Also man muss das Ganze abwägen sehen. Aber es ist ein Informationsbaustein. Und schaut es euch an, schaut die Argumente dieser Leute an und bildet euch dann eure Meinung. Und vielleicht kommt ihr ja auf den einen oder anderen Punkt, den ihr übersehen habt bei einer Recherche. Und jetzt steigen wir mal in den ersten Punkt ein. Und das ist nämlich die hohe Verschuldung. Die Zinsen waren jetzt lange Zeit niedrig. Sie sind über Jahrzehnte hinweg gefallen. Ja, selbst ich kenne ja eigentlich jahrzehntelang nur seit Anfang der 80er eine Situation, wo die Zinsen immer niedriger werden, bis sie irgendwann negativ wurden. Und jetzt auf einmal diese Wende. Und ja, damit ändert sich natürlich auch was für Unternehmen, die hohe Verschuldung haben. Lange Zeit war eine Erhöhung der Verschuldung positiv, weil wenn man mit relativ niedrigen oder fast keinen Zinsen sich finanzieren konnte und damit Cashflow gekauft hat, dann hat es dazu geführt, dass das Ergebnis gestiegen ist. Und jetzt könnte hier eine Falle lauern. Schauen wir uns mal ein paar Unternehmen an. Du hast mal mitgebracht. Genau, also wichtig ist auch hier nochmal, das gilt auch für das gesamte Video, wenn wir jetzt über Unternehmen sprechen, dann heißt es nicht, dass die jetzt besonders schlecht dastehen. Das sind viel mehr Case Studies, also Fallbeispiele, an denen so ein Effekt sichtbar wird. Ja. Und weiterhin solltet ihr wissen, sollten wir dann irgendwann einen Top sehen, was die Zinssätze angeht, und dann geht es wieder nach unten, ja, weil die Notenbanken plötzlich wieder umsteuern und das Geld doch wieder gratis wird oder billiger wird, dann kann das, was jetzt als Risiko gilt, natürlich sich auch wieder umdrehen und plötzlich zum Aktienkurs-Turbo werden. Ja, das heißt, es ist auch immer eine Frage der Erwartungshaltung. Aber jetzt schauen wir trotzdem mal auf das erste Fallbeispiel, nämlich die Vonovia-Aktie. Ja, ich glaube, Deutschlands größter privater Vermieter mit circa einer halben Million Wohnungen im Bestand. Und die wurden in den letzten Jahren auch durch Übernahmen und durch Zukäufe eben aufgebaut, dieses Unternehmen. Und dabei wurde sozusagen ein immer größerer Berg auch an Fremdkapital, an verzinslichem Fremdkapital aufgehäuft. Und das hat sich natürlich wunderbar in der Aktienkursentwicklung wiedergespiegelt, weil dann sind die Zinsen wieder gefallen, also konnte man wieder mehr von den Mieten dann auch in Form von Dividenden ausschütten. Und dann konnte man wieder nochmal neues Fremdkapital aufnehmen. Das hat auch fast alles nichts gekostet. Und so ging es eigentlich permanent bergauf. Und die Kursentwicklung hatte nur sehr geringe Schwankungen. Und was jetzt aber eben passiert ist, mit der
Ja, mit der neuen Entwicklung an den Zinsmärkten, dass weltweit Notenbanken dabei sind, Zinsen zu erhöhen oder kurz davor stehen wie die EZB, da merken wir natürlich plötzlich, wie sich dieser Effekt umkehrt. Denn ganz grob als Daumenregel gesagt, hat so ein Unternehmen wie Vonovia etwa die Hälfte des Immobilienwertes mit Eigenkapital und mit Fremdkapital finanziert. Und wenn jetzt aufgrund der Erwartung, dass die Zinsen steigen, der Immobilienwert nur um 25% sinkt, dann sinkt ja nicht sozusagen das Fremdkapital, das Vonovia eines Tages zurückzahlen muss, sondern dann geht das komplett von der Eigenkapitalkomponente ab. Die hat aber eh nur 50% des Gebäudewertes oder des Immobilienwertes ausgemacht. Und daher haben wir jetzt schon etwa eine Halbierung des Aktienkurses gesehen. Und das heißt, was ich nur sagen will, ist, je höher die Verschuldung eines Unternehmens im Verhältnis zur Ertragskraft ist, desto stärker macht sich jetzt natürlich der Effekt der steigenden Zinsen bemerkbar. Und deswegen wäre das jetzt eine der ganz wichtigen Kennziffern, mit denen man dann eben erkennen kann, wie gefährdet ein Unternehmen eben ist in einem Szenario steigender Zinsen, egal wie stark oder nicht so stark es nach oben geht. Und hier haben wir jetzt mal ein paar Unternehmen, wo wir diese Kennzahlen rausgesucht haben. Und zwar, wir vergleichen hier die Nettoverschuldung in Relation zum EBITDA, also zum Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Und da sehen wir, ja, relativ konservativ ist das Ganze bei Procter & Gamble, Faktor 1,1. Das heißt, also im Prinzip, ja, in etwas mehr als einem Jahr ist die Verschuldung abgetragen, wenn man alle Gelder im Unternehmen behalten würde. McDonald's. Darf ich da ganz kurz einhaken, Matthias? Die Idee bei Nettoverschuldung zu EBITDA ist ja zu sagen, in Krisenzeiten muss ein Unternehmen nicht die Fabriken erneuern, die Maschinen erneuern. Sprich, das, was man da beim EBITDA, das ist ja der Gewinn vor auch vor Abschreibung, theoretisch langfristig gesehen muss ein Unternehmen natürlich immer Investitionen auf Höhe der Abschreibung tätigen, damit die Substanz erhalten bleibt. Aber in Krisenzeiten, 1, 2, 3 Jahre, da kann man auch mal weniger investieren in die Erneuerung von irgendwelchen Maschinen oder dem Fuhrpark oder den Gebäuden. Ja? Und deswegen ist das schon eine gute Näherungsgröße, um eben per Daumenpeilung ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viele Jahre es im absoluten Krisenfall dauern würde, komplett vom Schuldenberg herunterzukommen. Ja? So ein bisschen Steuern muss man natürlich trotzdem zahlen, deswegen das ist dann nicht 1:1, dass jetzt ein einfache Nettoverschuldung zum EBITDA bedeutet, in einem Jahr wäre alles abgetragen, aber es ist dennoch eine Näherungsgröße. Und die Daumenregel lautet eben, alles bis zum dreifachen EBITDA. Das gilt jetzt nicht für jedes Unternehmen, ich sage bewusst Daumenregel, aber es ist trotzdem eine Peilmarke, ist noch im Investment-Grade-Bereich, hat also vielleicht so maximal 1% jährliche Ausfallwahrscheinlichkeit und ist in der Regel beherrschbar und solide. Und deswegen, jetzt hast du gerade schon die Procter & Gamble mit dem 1,1-fachen vorgestellt, das natürlich da darin locker innerhalb dieser Bandbreite enthalten und damit eine letztlich solide finanzielle Aufstellung. Dann haben wir eine McDonald's mit dem 2,6-fachen, alles im grünen Bereich noch. Und dann werden die Zahlen schon höher. Dann kommen wir zu einer Realty Income, 8,2. Ja, und ganz rechts und ganz oben steht die Vonovia, 20,4. Ja, das ist, also wir sehen ein extrem hoher Verschuldungsgrad. Und ja, wie schätzt du das ein? Ja, also das ist wirklich sehr, sehr extrem, wie stark der Hebeleffekt in der Immobilienwirtschaft ist. Also die Abhängigkeit von steigenden oder eben auch die Chance von sinkenden Zinssätzen. Weil in den letzten Jahren, die haben ja begonnen, irgendwann das 20, irgendwie, ich glaube teilweise das 25- oder 30-fache der Miete, der Jahresmiete zu bezahlen. Ja, und die haben ja Kosten in der Bewirtschaftung. Seien das nur die Zinsaufwendungen oder die Mitarbeiter oder die Instandhaltungsaufwendungen und so. Und ich finde das so verrückt, dass man so hohe Preise gezahlt hat. Und das musste man natürlich dann größtenteils über Fremdkapital machen. Und deswegen ist sozusagen jeder Prozentpunkt Zinsanstieg für Vonovia ja wirklich extrem erdrückend. Wohingegen eine McDonald's, die gerne unter Privatanlegern immer als hochverschuldet mit negativem Eigenkapital bezeichnet wird, und die haben ja auch ein erhebliches Immobilienvermögen, sind Eigentümer von 80% des Gebäudebestandes, eigentlich die Verschuldung sogar noch unter der dreifachen EBITDA-Grenze ist. Also muss man immer so ein bisschen aufpassen. Und deswegen finde ich das auch interessant, sowas mal anzuschauen. Einen Punkt möchte ich der Vonovia aber dennoch zugutekommen lassen. Da gab es jetzt auch verzerrende Effekte. Die haben die Deutsche Wohnen übernommen. Dann wurde die Verschuldung schon komplett angezeigt. Jetzt verkaufen sie aber auch wieder einen Teil des Bestandes. Das geht wahrscheinlich auf nur noch das 15-fache runter. Ach, das ist noch gewaltig hoch. Und das kann man dann, ja? Ja, mach du.
Das kann man dann auch noch berechnen. Man kann einfach schauen, wie hoch ist die Verschuldung. Also bei Vonovia, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ungefähr 40 Milliarden. Und dann würde ja ein Prozentpunkt Zinserhöhung bedeuten, dass man 400 Millionen mehr jährlich Zinsen zahlt. Und das kann man dann ins Verhältnis setzen zu dem freien Cashflow. Und dann merkt man, wie viel Prozent der Ertragskraft ein Unternehmen verliert, wenn sich die Zinskosten dauerhaft um ein Prozentpunkt erhöhen. Das kann man natürlich auch hochrechnen, je nach Erwartungshaltung bei 2, 3, 4 Prozentpunkten Zinsanstieg. Und dann merkt man, dass da plötzlich gar nicht mehr viel oder sogar gar kein Cashflow mehr übrig bleibt. Und das ist natürlich dann so ein bisschen die, wie man es auch errechnen kann. Und dann fühlt man sich, glaube ich, sicherer damit, einfach zu sagen, welches meine Unternehmen welche Unternehmen verdienen es, in meinem Depot zu sein, welche nicht. Das hängt, wie gesagt, auch immer von der Erwartungshaltung ab. Wenn einige von euch Zuschauern schon sagen, wir haben schon das Zinshoch gesehen, in Europa wird doch nichts passieren, dann kann natürlich auch wieder eine Neubewertung nach oben stattfinden, auch im Vonovia-Aktienkurs. Aber das ist halt dann eben Frage eurer Erwartungshaltung. Genau, und es geht eben darum, diese Einflussfaktoren, die Wirkung von Einflussfaktoren zu verstehen. Und wenn man sich jetzt das Ganze mit dem Verschuldungsgrad mal angeschaut hat, dann kann man eben sehen, dass Unternehmen mit einem hohen Verschuldungsgrad eine viel stärkere Zinssensitivität haben, also viel stärker auf die erwartete Veränderung der Zinsen reagieren, als eben Unternehmen, die vielleicht nur eine niedrige Verschuldung haben. Der Verschuldungsgrad ist jetzt nur die eine Geschichte, nämlich er wirkt ja nicht, oder die Zinsen oder Zinsänderungen wirken ja nicht immer nur sofort, denn es gibt ja Zinsfestschreibungen, das heißt, man ist ja Jahre oder man hat sich über Jahre hinweg niedrige Zinsen gesichert. Und deshalb ist der zweite Punkt, wie lang oder wann sind die Fälligkeiten der aufgenommenen Verbindlichkeiten, ein sehr interessanter Aspekt. Und da hat der Matthias Schrade, das ist der Vorstand von der DEFAMA, die Tage ein schönes Posting auf Twitter gemacht. Das Original verlinken wir euch unten auch. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und er hat nämlich mal aus dem Nebenwertemagazin eine Grafik rausgenommen und hat die durchschnittliche Zinsbindung aller aufgeführten Gewerbeimmobilien-AGs angeführt. Und da sehen wir, bei der DEFAMA beträgt die Zinsbindung 7,1 Jahre. Das heißt also, es ist eine relativ lange Sicherheit von niedrigen Zinsen da. Und erst relativ spät wird sich da eine Zinserhöhung dann deutlich bemerkbar machen oder voll durchschlagen. Ja? Beim Hamborner Rate sind es 4,9 Jahre, Deutsche Euroshop 4,7 und das Ganze geht dann runter bis 1,3 Jahre bei einer FCR. Und da sehen wir, dass die natürlich damit deutlich mehr auf Veränderungen, auf steigende Zinsen reagiert, als es bei anderen Werten der Fall ist. Ja, im Extremfall könnte es sogar sein, weiß ich natürlich nicht, aber wenn die Phase höherer Zinsen beispielsweise nur 3 Jahre andauern würde, dass die DEFAMA weiterhin nur ihre etwa 2% Zinskosten auf das Fremdkapital zu erbringen hat, sollten die Zinsen im Euroraum dann wieder Richtung 0 oder 1% gehen, dann würde es sozusagen die DEFAMA operativ komplett durchsegeln, ohne nennenswerte Anstiege bei den Zinsaufwendungen, wohingegen ein Wettbewerber wie die FCR Immobilien AG natürlich möglicherweise in arge Bedrängnis kommt, weil sie in dem Zeitraum sofort mehr Zinsen zahlen muss und bei Immobiliengesellschaften, wir hatten es ja schon mit dem Hebeleffekt und dem großen Fremdkapitaleinsatz, einfach weil die so kapitalintensiv sind, kann sich das ganz stark bemerkbar machen. Das heißt, neben Nettoverschuldung zur EBITDA auch ein Blick auf die Zinsbindungsdauer, auf die Fälligkeitsstruktur werfen. Und dann hat man, glaube ich, ein relativ gutes Gefühl schon dafür, wie es um die Verschuldung oder die Gefahr steigender Zinsen steht bei einem Unternehmen. Wir haben da noch ein paar Tipps für euch zusammengestellt. Also die ersten zwei, die haben wir gerade schon besprochen. Man kann dann, wie gesagt, auch noch die Rechenübung machen und schauen, wie viel würde mein Unternehmen dann an Ertragskraft verlieren, wenn die Zinskosten dauerhaft um 1 Prozentpunkt steigen würde? Einfach Nettoverschuldung dann und dann 1% davon nehmen und dann kann man das abziehen von der Ertragskraft. Und natürlich, wir müssen das Video zeitlich begrenzen, gibt es auch noch andere Faktoren wie die Eigenkapitalquote. Goodwill ist der Wert, halt ich muss der abgeschrieben werden. Stabilität der Gewinnentwicklung ist auch hochrelevant. Je stabiler das ist, desto eher ist auch eine höhere Verschuldung zu verkraften. Und dann natürlich noch so Themen wie Eigenkapitalrentabilität und Gesamtkapitalrentabilität. Und ganz wichtiges Signal am Ende, der Hebel wirkt in beide Richtungen. Solltet ihr zu der Überzeugung kommen, das war das Hoch gewesen,
dann sind natürlich die Gesellschaften, die Vonovia, wir haben euch schon den Aktienkurs gezeigt, wie sie sich schon halbiert hat, auch diejenigen, die wieder am meisten davon profitieren würden, wenn es dann zu einer Stabilisierung oder sogar Senkung des Zinsniveaus kommen würde. Und deswegen einfach hier das Verständnis für euch, wie sensitiv sind eure Aktien gegenüber Zinsänderungsrisiken? Und Risiken heißt ja zumindest erstmal in der Wirtschaftswissenschaft Abweichung von dem, was man erwartet. Und es kann auch positiv sein. Also ist eine eigenartige Risikodefinition, aber wichtig ist, der Hebel wirkt einfach in beide Richtungen. Könnt ihr natürlich auch für euch nutzen, aber ist natürlich auch ganz schön schwierig, die Zinsentwicklung vorherzusagen. Ich kann es nicht. Und daher versuche ich mich eher sozusagen abzusichern, indem mein Portfolio insgesamt da nicht zu aggressiv aufgestellt ist. Und wichtig hier, wo findet ihr solche Angaben? Im Geschäftsbericht. Schaut rein, dort findet ihr bei vielen Firmen eine Übersicht über die Laufzeitenstruktur und natürlich auch in der Bilanz dann, wie viel Verschuldung das da ist und wie viel Eigenkapital das da ist. Aber auch in den Details ist immer erläutert, wie lange die Zinsbindung ist. Da könnt ihr die Informationen finden, um dann einzuschätzen, wie riskant ein Investment ist. Das war der erste Teil des Videos mit Jonathan Neuscheller. Nächste Woche folgt Teil 2 und die Woche drauf dann der Teil 3. Damit ihr keinen dieser Teile verpasst, abonniert jetzt den Kanal und drückt die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn die neuen Videos online sind.